Wie funktioniert unser Immunsystem und ist eine pflanzliche Ernährung wirklich besser? Guten Morgen. Das Wort Immunsystem wird oft gebraucht, aber keiner weiß darüber mehr oder kaum einer weiß darüber mehr, als dass es uns vor Krankheiten schützt. Aber wie passiert das genau? Der erste Schildwall unseres Körpers gegen Eindringlinge, die uns schaden wollen, ist ganz profan unsere Haut. Die Haut hat verschiedene Schichten und wehrt schon sehr viel ab. Aber es gibt Stoffe, die überwinden diese erste Verteidigungslinie, die Haut, egal ob es die Haut ist oder die Schleimhäute, und dringen dann in den Körper ein. Das kann durch Verletzungen passieren oder dass diese Angreifer darauf spezialisiert sind, durch die ersten feindlichen Linien zu brechen. Wenn dies geschieht und der Feind in unseren Körper eingedrungen ist, dann kommt unsere zweite Verteidigungslinie zum Einsatz. Diese bestehen aus weißen Blutkörperchen, den Antikörpern und den Killerzellen. Wenn also Krankheitserreger angreifen, sich durch die Haut gekämpft oder geschmuggelt haben, werden diese sofort von den weißen Blutkörperchen attackiert und gefressen. Wenn die Angreifer aber zu stark sind und zum Beispiel die Virenlast zu groß und bereits Körperzellen infiziert haben, dann kommen unsere Antikörper zum Einsatz. Diese Jungs sind nicht so gut im Kämpfen, aber umso mehr im Klammern. Diese Antikörper werden in den sogenannten B-Lymphozyten gebildet. Sie klammern sich wie so ein Äffchen um den Feind, der dann wild um sich schlagend die Orientierung verliert, sodass unsere besten Kämpfer, die Killerzellen, diese Körperzellen dann spielend vernichten können. Das ist natürlich extrem vereinfacht die Darstellung unseres Immunsystems, aber eben vielleicht so etwas eingängiger und so, dass man sich das auch mal behalten kann. Besonders bemerkenswert ist, dass es auf der Erde Milliarden von Krankheitserregern gibt und der Körper bzw. die B-Lymphozyten dieses erkennen müssen, um entsprechend die Antikörper, also die Äffchen, die sich dann rumklammern, zu produzieren. Wir leben zum Beispiel 50 Jahre ohne dass der Körper Kontakt mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Krankheitserreger gehabt hat, zum Beispiel das Gift einer seltenen Spinne. Und dann werden wir auf Reisen von einer dieser Spinne gebissen. Und der Körper, der erkennt das und produziert Millionen von Antikörpern gegen genau dieses Gift. Eine beeindruckende Leistung unseres Körpers. Doch diese Leistung im Erkennen und Abwehren von Krankheitserregern, die nimmt im Alter scheinbar ab. Denn jeder weiß, besonders ältere Menschen sind zum Beispiel bei Grippe besonders betroffen. Das haben wir schon so oft gehört. Ist das ein natürlicher Prozess, dass das Immunsystem plötzlich weniger erkennt und weniger schlagkräftig ist, oder ist es lediglich durch eine nicht artgerechte Lebensweise entstanden? Oder ist es ein Mix von beiden? Also dass das Immunsystem im Alter schon etwas schwächer wird, aber durch eine ungesunde Lebensweise verstärkt wird. Und das ist für die meisten inklusive mir die logischste Annahme. Und so untersuchten die Herren Gibson, Edgar und Neville an der Universität in Belfast, ob Obst und Gemüse einen positiven Effekt auf unsere Verteidigung hat, vor allem eben im Alter, wo scheinbar das Immunsystem auf ganz natürliche Weise schlechter wird. Zumindest wird es so von den Pharmaunternehmen, die Anti-Aging und vitalisierende Wunderpillen gegen das Alter verkaufen wollen, propagiert. Und die Ärzte, die zum großen Teil einfach nur einfach aus finanzieller Abhängigkeit der verlängerte Arm der Pharmaindustrie sind, die ziehen da einfach mit. Aber in Belfast wollte man wirklich genau herausfinden, ob das wirklich einfach so naturgegeben ist oder ob wir nicht auch alle das Recht auf einen natürlichen, altersbedingten Tod haben und nicht von einer Krankheit zerfressen werden, nur weil unsere Abwehr, unser Immunsystem zu schwach ist. Und so hat man in einer Studie, die ich unten verlinkt habe, zwei Gruppen an älteren Menschen gebildet. Eine haben ganz normal die Kontrollgruppe ihre tierischen Produkte wie Fleisch, Milch und Käse und weniger als 3 Portionen Gemüse und Obst täglich gegessen. Und die anderen haben mindestens 5 Portionen Gemüse und Obst gegessen und dadurch anteilig den Konsum von tierischen Produkten reduziert oder eben komplett verzichtet. Dann hat man alle gegen die Lungenentzündung geimpft. Wie die meisten von Euch wissen, wird beim Impfen der Körper darauf vorbereitet, Antikörper zu produzieren. Oft einfach, indem er einfach den Krankheitserreger in einer sehr geringen Dosis in den Körper durch die erste Verteidigungslinie, die Haut, wo das rein injiziert wird. Und quasi wie so ein kleiner Schaukampf.
Video zum Impfen, auch ein sehr emotional diskutiertes Thema, das findet ihr oben in den Infokarten. So, und nun hat man untersucht, ob die Erhöhung der pflanzlichen Lebensmittel und die Verringerung der tierischen Kost, sage ich mal, irgendeine Veränderung bezüglich des Immunsystems nach sich zieht. Und siehe da, im Vergleich zu den sich tierisch ernährenden alten Menschen haben die sich vorwiegend pflanzlich ernährenden alten Menschen eine 82% höhere Antikörperreaktion gezeigt, also Immunsystemreaktion. Also vereinfacht ausgedrückt, ein fast doppelt so starkes Immunsystem. Und da reden wir noch nicht von einer komplett vollwertigen Rohkost, sondern einfach nur ja, die Erhöhung des Konsums von Gemüse und Obst. Ne? Also in der Studie wurde nicht ein Veganer und ein Fleischesser gegenübergesetzt oder ein Rohköstler, sondern einfach nur ein bisschen mehr Gemüse und Obst gegessen. Verdoppelt das Immunsystem im Alter. Da auch immer der Hinweis für die Leute, die sich grämen, dass sie kein 100% Veganer oder Rohköstler sind. Jeder Apfel mehr und jedes Stück Fleisch oder ein Schluck Milch weniger ist gut und ein Grund stolz darauf zu sein. Und wenn ihr merkt, euch geht es immer besser, dann geht ihr eben immer weiter. Wenn ihr positives Feedback habt, dann habt ihr auch die Überzeugung davon und denkt nicht nur, okay, die haben gesagt, vegan ist gut, ich stelle jetzt komplett um. Es kommt natürlich diese ganze Umstellungs die Sachen, die bei einer Umstellung dabei sind, also der Verlust der Komfortzone, das wirkt nicht auch alles negativ. Das kommt dann alles auf einen zu. Man wundert sich, dass man ein Jahr oder zwei Jahre vegan gelebt hat, sich nicht besser fühlt und sagt, nee, vegan ist nichts für mich. Ne? Stück für Stück, mehr Obst, mehr Gemüse. Fühlt ihr euch besser, geht ihr weiter. Ne? Hört auf euer Körpergefühl. Ne? Bis ihr eben dann irgendwann die tierischen Produkte irgendwann aus eurem Leben komplett streichen könnt. Und ja, damit zumindest auf Ernährungsebene das Optimum für eure Gesundheit rausholt. Aber traurig darüber zu sein, dass man der Sucht nach Milch und Fleisch unterliegt, ne? Das ist nicht förderlich und das ist auch schädlich für eure Gesundheit. Ne? Seid zufrieden mit dem, was ihr seid, wenn ihr kein 100% Veganer seid. Zumal gerade bei Milch mit den enthaltenen Suchtstoffen, vor allem das Beta-Casamorphin, ne? Video dazu gibt es oben in den Infokarten und auch auf der Endkarte, das ist wirklich total wichtig. Man wirklich ein richtig schweres Hindernis hat, diese Milch zu überwinden. Da ist eine vegetarische Lebensweise oft auch für die meisten kein Problem. Nur der Schritt zu vegan aufgrund der Suchtstoffe in der Milch, das ist für die meisten ein Problem. Also auch im Alter kann man ein starkes Immunsystem aufrechterhalten, aber eben nur mit einer gesunden Ernährung und das bedeutet vor allem einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung. Wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, was eine gesunde Ernährung angeht und dies auch mit Studien und wissenschaftlichen Forschungen unterlegt haben wollt, immer ganz ganz wichtig, weil das ist auch wieder gut für ein positives Gefühl, dann abonniert meinen Kanal für bewusstes und damit eben auch besseres Leben. Alles Liebe und bis morgen, Euer Christian. Tschüss.